In Deutschland ist das Thema Weihnachtsinvestment tatsächlich noch ein recht neues Konzept. Also die wenigsten der breiten Bevölkerung wissen, dass das überhaupt existiert. Aber in England gibt es dieses Thema Weihnachtsinvestment schon seit vielen Jahrzehnten. Also man kann grob sagen, so seit schon gute 60 Jahre. Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien und Investment. Heute mit dem Tristan Berghaus von der Firma Berghaus und Sie als Weininvestor oder beziehungsweise als Ansprechpartner für Weininvestoren, der uns heute mal ein paar Einblicke dazu geben wird, wie man sein Geld vor der Inflation schützen kann mit alternativen Investmentideen, nicht mit Immobilien, sondern in dem Fall mit einem guten Weininvestment. Hallo und herzlich willkommen, Tristan. Hallo Marc, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Also Wein ist jetzt nicht so das erste Anlagegut, wenn ich an Investment denke. Bei dir ist das wahrscheinlich was ganz anderes. Du wirst als allererstes an Wein denken. Vielleicht kannst du uns mal kurz einen Einblick geben, wie bist du überhaupt zu dem Thema Weininvestment gekommen und kann man mit Wein Geld verdienen? Ja, sehr gute Frage vielleicht zum Start. Wir wohnen ja jetzt in Deutschland. In Deutschland ist das Thema Weihnachtsinvestment tatsächlich noch ein recht neues Konzept. Also die wenigsten der breiten Bevölkerung wissen, dass das überhaupt existiert. Und dafür sind wir auch als Firma natürlich fleißig unterwegs, um das Thema einfach bekannter zu machen. Aber woher das Ganze eigentlich kommt, ich bin gebürtiger Brite, wurde in Bristol geboren, bin auch in England aufgewachsen und dann mit jungen Jahren nach Deutschland gezogen. Aber in England gibt es dieses Thema Weihnachtsinvestment schon seit vielen Jahrzehnten. Also man kann grob sagen, so seit schon gute 60 Jahre. Und in der Verwandtschaft habe ich einen Verwandten, der das seit über 30 Jahren sehr erfolgreich betreibt. Und von ihm kannte ich das Konzept eigentlich ursprünglich. Und als ich dann, ich sag mal, nach der Uni so ins Berufsleben dann starten wollte, wollte ich natürlich auch mir ein eigenes Weindepot aufbauen, weil dann auch vielleicht zu mir, ich habe in den letzten, ja schon 7, 8 Jahren kann man sagen, mich sehr viel in der Weinwelt umherbewegt. Ich habe so Wein, vor allem von der akademischen Seite, so ein bisschen als meine private Leidenschaft dann halt entdeckt gehabt. Und das Thema Weindepot, Weininvestments war dann für mich einfach privat spannend. Und ich hatte dann tatsächlich im Zuge des Brexits gedacht, okay, ich würde jetzt eigentlich ungern dann auf einen englischen Anbieter gehen, wo auch alles natürlich in Pfund dann auch gemacht wird. Und ja, eben, dass auch in England alles gelagert wird. Mhm. Und ich hatte dann nach einem Anbieter auf dem europäischen Festland geguckt und hatte da aber dann tatsächlich einfach keinen wirklich seriösen gefunden, der das auf so einem Niveau dann auch anbieten würde, wo ich das auch gerne machen würde. Und das war dann tatsächlich so, was dann so den Stein ins Rollen gebracht hat und so der erste Gründungsgedanke dann auch von Berghaus und Sie. Also jetzt musst du vielleicht noch mal kurz mich abholen als jemand, der, also ich trinke ganz gerne mal ein Weinchen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da großartig drin auskenne. Deswegen verzeih mir bitte die doofen Fragen. Wenn ich jetzt an Geldanlage denke, dann auf der einen Seite kann ich mir schon vorstellen, einen Sachwert, dass Wein als Sachwert gesehen wird, anstatt als Geldwert. Das kann ich ja noch verstehen. Ich kann die Weinflasche anfassen, ich kann sie wahrscheinlich irgendwo lagern. Was mir aber als allererstes in den Kopf kommen würde, wäre die Frage, wie ich das Ganze wieder liquidieren kann. Also jetzt beim Wein, klar, der ist flüssig, aber wie kann ich das wieder zu Geld machen? Jetzt habe ich so eine tolle Flasche Wein gekauft, dann brauche ich doch ein Markt. Und also wenn ich jetzt an eine Briefmarkensammlung denke oder sowas, da bin ich ja immer auf die Leute angewiesen, die gerade auf der anderen Seite eine teure Briefmarke suchen. Das heißt, ich kann irgendwie bei eBay eine Anzeige schalten oder sowas. Läuft das bei dem Wein genauso oder gibt es da andere Möglichkeiten? Genau, also es gibt in der Wein-Investment-Welt verschiedene Arten, wie Wein auch dann wieder verkauft wird. Und da muss man vielleicht auch so ein bisschen weiter ausholen. Also es gibt in England schon seit etwa 20 Jahren eine Weinbörse, die sich etabliert hat. Die Weinbörse heißt Livex. Und im Endeffekt ist es ein großer Händlerbund mit, ich glaube, über 600 Händlern mittlerweile, die weltweit miteinander darüber Handel betreiben. Und wir sind auch ein Betrieb, sage ich mal, ein Handelspartner von Livex und handeln über die Börse mit Wein. Und das ist eben ein liquider Verkaufskanal, wo man dann, sage ich mal, auch Bestand anbieten kann. Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde bei uns ein Portfolio hat mit, ich sag mal, 12 Positionen, dann können wir diese Positionen auch in der Weinbörse anzeigen. Und dann können wir auch sehen, wann dann Gebote für diese Weine dann abgegeben werden. Und je nach Wein ist es auch relativ frequent. Also ich sag mal, ein täglicher Gebot für einen gut gehandelten Wein ist jetzt nicht selten.
Und da können wir auch auf unseren Kunden zugehen und sagen, hier, es gibt gerade ein Angebot für deine Position 3 im Portfolio. Hast du Interesse, vielleicht jetzt nach 3 Jahren diese Position schon zu verkaufen? Oder möchtest du den Wein weiter lagern lassen? Weil das ist auch immer sehr wichtig. Also wir handeln immer mit den physischen Weinen und unser Kunde kauft auch den physischen Wein. Das heißt, wir haben hier keinen Fonds, nichts Verbrieftes, sondern immer den physischen Sachwert. Und das ist auch das, was am Ende weiter dann gehandelt wird. Und genau, wenn der Kunde dann sagt, ich möchte es verkaufen, dann können wir eben über, also in den Verkaufsprozess dann gehen, das über die Weinbörse verkaufen und dann geht der Wein aus unserem Lager, welches bei uns jetzt in Genf in der Schweiz liegt, geht das dann zurück in das, ich sag mal, in das Logistikzentrum von Livex und wird von da aus dann in die Welt quasi weitergegeben. Mhm. Und die Weinbörse ist einfach eine Möglichkeit, wie wir auch international die Weine eben anbieten können und nicht irgendwie auf den deutschen Markt nur beschränkt sind, weil natürlich gibt es auch in anderen Märkten, ich sag mal, andere Kaufkräfte, die auch hier den Wein eher kaufen würden zu einem bestimmten Preis als jetzt zum Beispiel auf dem deutschen Markt. Also wenn ich das einfach mal zusammenfasse mit meinen einfachen Worten, ich kaufe einen Wein, einen guten Wein ein, lagere den nicht bei mir im Keller, das habe ich jetzt schon rausgehört, also der muss in einem Lager gelagert werden, reden wir gleich nochmal drüber, was das genau mit auf sich hat. Ich lasse den dort liegen, reifen wahrscheinlich, ne? Also dass der teurer wird, das ist der Idealzustand, und ich habe aber die Möglichkeit über diese Börse, die es gibt, die auch ja im Prinzip einen großen Handelsplatz bietet und ich nicht auf diese einzelnen Briefmarkensammler angewiesen bin, darüber kann ich den Wein dann auch am Ende wieder verkaufen, und das ist im Prinzip das Geschäftsmodell, was dahinter steht. Genau, das ist das, ich sag mal schnell zusammenfasst schon. Es gibt natürlich auch andere Verkaufskanäle. Also wir sind auch mit den großen Auktionshäusern der Welt zum Beispiel auch im Kontakt. Da gibt es auch Weinauktionen. Auch hier, also jetzt seit Corona auch viele Online-Auktionen, wo man auch Weine zum Verkauf natürlich anbieten kann. Aber auch hier ist der Prozess vielleicht ein bisschen langsamer. Und ich sag mal, diesen passiven Verkaufsweg, wollen auch die meisten unserer Kunden, dass wir dann auch die Weine aktiv dann auf dem Markt dann anbieten. Wir haben auch neben der Weinbörse natürlich auch andere Verkaufskanäle, die wir anknüpfen können. Oder zum Beispiel auch an unsere Händler. Zum Beispiel in Frankreich kann man auch Bestand zurückverkaufen, die ja auch wieder ein großes Netzwerk in der Welt haben, wo die Weine dann hingehen können. Also es ist jetzt nicht nur auf die Weinbörse beschränkt, aber das ist natürlich einer der großen Verkaufskanäle, die wir auch nutzen. Und kann ich jetzt so einen guten Wein einfach hier bei uns im Kaufland oder im Rewe kaufen? Oder also wie komme ich denn an so eine Flasche dran, damit ich überhaupt irgendwie was Tolles im Weinkeller dann liegen habe oder so? Genau, also beim Weininvestment gibt es eigentlich 3 große Faktoren, die eigentlich eine Rolle spielen. Also der Zugang ist der erste Punkt. Man will natürlich die Weine bekommen, die in sehr limitierter Stückzahl produziert werden, die aber einer sehr großen Nachfrage gegenüberstehen. Also das ist auch das, was für uns am wichtigsten ist. Wir haben vielleicht 50 bis 60 Weingüter, die da auch für uns interessant sind, von über 60.000, die es auf der Welt gibt, wo wir auch wissen, okay, die Nachfrage nach diesen Weinen ist einfach maximal groß. Die produzierten Mengen sind einfach auch sehr, sehr gering. Mhm. Und diesen Zugang können wir bieten. Und es ist auch wichtig, dass man hier nicht nur eine Flasche hat, weil eine Flasche beim Verkauf bringt den meisten Endkäufern dann nicht so viel. Wenn es jetzt zum Beispiel ein Gastronom wäre, hat ein Restaurant, der kann jetzt nicht nur eine Flasche Wein auf seine Weinkarte bringen, weil wenn die Flasche weg ist, muss er die Karte wieder umschreiben. Mhm. Also er braucht schon einen gewissen Bestand, was er dann eben kaufen kann. Deswegen, wir handeln im Standard mit der 6er Originalholzkiste. Das ist dann, wir haben hier so eine schöne Flasche, sind 6 Flaschen, 750 Milliliter drin. Und das ist so das Standard, was eigentlich auch gehandelt wird. Mhm. Und wenn man diesen Wein dann bekommen hat in der Menge, die dann auch interessant ist, dann ist die Lagerung eben der zweite wichtige Faktor. Also wir haben dann die Kiste Wein, es ist meistens nicht nur eine Kiste, sondern eine etwas größere Menge an Kisten, die dann gekauft wird. Dann geht dieser Bestand, den der Kunde als Portfolio gekauft hat, in unser Lager. Und das ist dann der zweite wichtige Faktor, dass natürlich der Wein, der ja in einem, ich sag mal, optimalen Zustand abgefüllt worden ist, auch diesen optimalen Zustand irgendwo beibehalten soll und unter optimalen, also Conditions oder Bedingungen reifen soll. Mhm. Und in unserem Lager haben wir eben 2 große Vorteile. Wir haben auf der einen Seite eine optimale klimatische Umgebung. Also wir haben hier konstante 13,5 Grad, was für eine langfristige Weinlagerung eben optimal ist. Und wir haben eine konstante Luftfeuchtigkeit. Ich glaube, das ist bei uns jetzt so um die 65% relative Luftfeuchtigkeit. Mhm. Und da kann Wein eben optimal langfristig lagern. Aber dazu kommt dann eben eine sehr wichtige Komponente, dass dieses Lager ein Zollfreilager ist. Und das bedeutet, dass man bei uns, wenn man jetzt ein Weinportfolio kauft,
erstmal keine Mehrwertsteuer auf den Weinkauf zahlt, sondern das Wein, also der gekaufte Wein geht in das zollfreie System rein zum Nettopreis. Und solange Wein dann in diesem Lagersystem, sage ich mal, dann bleibt und auch am Ende weiterverkauft wird, wird die Umsatzsteuer nicht fällig. Das ist dann erst der Fall, wenn jetzt zum Beispiel unser Kunde sagt, okay, ich habe jetzt einen Bestand mir aufgebaut, 50 Kisten Wein, ich möchte jetzt vielleicht für die Hochzeit von meiner Tochter mir mal 5 Kisten auslagern lassen, nach Hause schicken lassen, dann wird der Wein dieses zollfreie System verlassen, dann wird die Einfuhrumsatzsteuer eben fällig, weil der Wein auch verkonsumiert wird. Mhm. Aber im Normalfall, wo der Weininvestmentzweck dann erfüllt wird, wird der Wein weiterverkauft und der Käufer, das ist dann auch nicht, was unser Kunde dann irgendwie bedenken muss, der ist dann dafür am Ende zuständig, ob er den Wein dann auslagern möchte in seinem Land, wo es dann hingeht, oder vielleicht lässt er es auch weiter in seinem Zollfreilager dann liegen und verkauft das dann irgendwann weiter nach Australien. Und so bleibt quasi der Wein immer in diesem weltweiten zollfreien System. Und am Ende, der dritte Punkt ist dann eben der Verkaufskanal, den haben wir jetzt gerade schon ein bisschen angerissen gehabt, dass man einfach einen liquiden Verkaufskanal braucht, um dann auch den Investmentzweck auch erfüllen zu können, weil wir haben viele Leute, die auch einen tollen Keller sich irgendwie zu Hause aufgebaut haben und dann fragt man mal, okay, wie viel hast du denn jetzt von deinem Investment zu Hause dann auch verkauft? Und da kommt meistens, ja, ich habe noch nicht so viel verkauft. Plus, sie haben natürlich auch die Mehrwertsteuer schon auf den Wein bezahlt und diesen Liquiditätsvorteil, den wir eben im Lager bieten können, den hat man zu Hause eben nicht. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt Wein als Konsumgut, also weil ich den Wein trinken will, kaufe oder ob ich das wirklich als Investment sehe und den Wein handeln möchte. Ne? Genau. Weil dieses Thema mit der zollfreien Geschichte, also das ist ja schon ein Riesenunterschied, wenn ich jetzt hier im Kaufland einen Wein kaufe oder irgendwie die Möglichkeit habe, den Wein jetzt hier zu bekommen. Das ist ja der Zugangsweg schon mal. Aber wenn ich diesen Wein jetzt habe und ihn dann handeln möchte, dann würde er immer mit Steuer gehandelt werden. Genau. Und da alleine schon ist der große Mehrwert an so in diesem Zollfreilager. Genau. Was mache ich denn jetzt? Also jetzt habe ich irgendwie aus einer Erbschaft oder sowas im Familienkreis gibt es einen ganz tollen Weinkeller, den ich habe. Da sind tolle Flaschen vielleicht drin. Wie kann ich die dann einfach an die Börse bringen? Also da ist es ja dann nicht im Zollfreilager. Wie kann ich dann damit mein Geld verdienen oder geht das überhaupt? Genau, also wenn man, ich sag mal, einen Weinkeller zu Hause hat, was man dann veräußern möchte, also das geht dann tatsächlich meistens nicht über die Börse, weil es einfach nicht in diesem System eingebracht worden ist. Plus, man kann in den wenigsten Fällen eben auch vorzeigen, dass die Weine optimal gelagert worden ist, also sind. Und wenn wir an der Börse zum Beispiel handeln oder generell gibt es halt schon einen Handelsstandard, also bei Livex heißt der Handelsstandard Standard in Bond, das sind fixe Parameter, die vorgeschrieben sind, wie die Qualität des Produktes, sag ich mal, sein soll und das ist in dem Fall immer einwandfrei. Also es muss ein makelloses Produkt sein, alles im optimalen Zustand. Und wenn jetzt jemand 30 Jahre lang Weine gekauft hat, im Keller eingelagert hat, aber ich sag mal jetzt keine Temperierung im Keller, sag ich mal, eingebracht hat, dann wissen wir ja auch nicht, okay, ist der Wein vielleicht im Sommer mal irgendwie 5 oder 10 Grad wärmer gewesen und dann im Winter vielleicht auch mal wieder 5 oder 10 Grad kühler. Das ist einfach nicht gut für den Wein, für eine Lagerung. Und am Ende können wir nicht mit unserem Wort, sag ich mal, dafür stehen, dass das, was wir da auch dann verkaufen, ein marktloses Produkt ist. Und deswegen würden wir es nicht verkaufen. Aber es gibt natürlich auf dem Markt andere Wege, wie man dann so einen Bestand auflösen kann. Und da muss man einfach mal danach googeln, wie man einen Weinkeller auflöst. Und da gibt es viele, die dann so einen Weinkeller auch aufkaufen würden und das dann auch wieder über bestimmte Kontakte dann weiter veräußern würden. Aber für unseren Zweck wäre es eben nicht geeignet. Also es spiegelt im Prinzip meine Briefmarkensammlung wieder. Ne? Genau. Also dass man da wieder jemanden bräuchte, der gerade in dem Moment Interesse daran hat, meinen Weinkeller dann aufzukaufen. Genau. Also finde ich nochmal ein wichtiger Punkt, wenn ich sage, ich möchte Wein als Investment betreiben, macht es schon Sinn, sich einmal in dieses Zollfreilagersystem einzukaufen, weil ich da einfach einen viel breiteren Markt bedienen kann und also wahrscheinlich dann meinen Wein auch schneller wieder zu Geld machen kann. Ne? Genau, also man braucht die Infrastruktur und das ist auch der einzige Weg, wie man, ich sag mal, einen Weininvestment dann auch professionell betreiben kann. Okay, jetzt möchte ich anfangen mit dem Weininvestment. Ich habe selber gar keine Ahnung davon. Was ist ein teurer Wein? Also sag mir mal, vielleicht kannst du ja mal den teuersten Wein einmal benennen, wenn dir
Ja, also gut, den teuersten Wein, den wir jetzt, ich sag mal, im Bestand hätten, den wir verkaufen könnten. Es gibt ein Weingut in Burgund. Das ist so die nachgefragteste Region eigentlich weltweit, wo einfach auch sehr wenig Menge aus der Region rauskommt. Und da gibt es ein sehr berühmtes Weingut, die Domaine de la Romane Conti. Gibt schon auch seit einiger Zeit. Und sie haben eben schon sehr, sehr geringe Produktionsmengen für ihre Weine. Und wir haben auch hier eine Großflasche, das ist hier eine Magnumflasche, Chateau Latour. Das ist jetzt die 1,5 Liter Flasche, aber es gibt auch größere Flaschen. Also es gibt auch die 3 Liter Flasche, die 6 Liter Flasche bis hoch zu 18 Liter Flaschen. Und dann in der Champagner zum Beispiel gibt es manchmal auch Sonderabfüllungen, ich glaube bis 30 Liter, die dann für vielleicht bestimmte Clubs dann eher gemacht sind. Aber diese Großflaschen von der Domaine, da hätten wir eine 6 Liter Flasche von einem Weißwein. Und der Handelswert von dem Wein ist schon im weiten sechsstelligen Bereich, sag ich mal, angesiedelt. Oh, wow. Okay. Für eine Flasche. Es ist aber eine Großflasche. Ich weiß es, also es gibt keine Statistik, wie viele Flaschen es davon jetzt jeden Jahrgang gibt. Aber ich würde mal schätzen, es sind schon weniger als 10 Flaschen dann in dem Jahrgang gewesen. Okay, wow. Aber wenn ich jetzt, du hast jetzt gerade die Weinregion genannt, jetzt habe ich ja einen entscheidenden Marktvorteil. Ich könnte auch jetzt einfach bei Google mal eingeben, Burgund, das Weingut eingeben, fahre da mal eben vorbei, klopf an der Tür an und sag, hey, ich hätte gern mal eine Flasche. Kann ich das einfach so kaufen? Oder weil dann würde ich doch diesen Marktzugang jetzt auch haben, oder genau. Nicht? Genau. Nee, tatsächlich nicht. Also der Weinmarkt funktioniert da einfach schon ein bisschen anders. Es ist sehr, sehr verschlossen. Also man hat nicht den klassischen Hochverkauf, wie man es vielleicht aus Deutschland kennt, wenn man so an die Mosel fährt, zum Winzer, dann eine kleine Verkostung mitmacht und dann vielleicht mit einem Schiff noch weiter dann fährt die Mosel runter. Also ich sag mal, die Region, wenn man auch mal dahin fährt, es wirkt alles schon sehr bodenständig, sehr ein bisschen schon verschlafen, weil einfach nicht so viel da los ist, vor allem in den kleinen Weindörfern. Und die Türen sind einfach verschlossen und man kann nicht da einfach, also klar, man kann klopfen, aber da passiert nicht so viel. Und ja, so ist es halt in Burgund. Ähnlich ist es auch in anderen Regionen, also auch in Bordeaux gibt es jetzt eigentlich nicht den klassischen Abhofverkauf bei den interessanten großen Chateaus. Da kann man schauen natürlich auch, ich sag mal, mit dem Schlüssel können wir dann zum Beispiel auch bei den Weingütern anfragen und da auch ein Wochenende mit Weinproben und sowas machen oder bei der Lese mal vorbeigehen. Aber so als normaler Tourist würde man das jetzt im Normalfall eigentlich nicht können. Okay, also und also jetzt, wo du es gerade so ausgeführt hast, selbst wenn ich jetzt diese Flasche kaufen könnte, weil ich da vielleicht irgendwie besonders nett zu demjenigen war, dann hätte ich ja immer noch nicht die Möglichkeit, das an der Börse zu handeln. Weil ich müsste ja im Prinzip dann auch das direkt ins Zollfreilager bringen, um dort das Ganze zu lagern, damit das System, was du gerade angesprochen hast, die Kiste muss unbeschädigt sein und so, das dann überhaupt nutzen zu können. Also das heißt, ohne einen wirklich professionellen Wegbegleiter habe ich da gar nicht die Chance, das privat zu machen. Tatsächlich nicht. Also es ist auch ein sehr komplexes System, was eigentlich dahinter steckt, vor allem von der steuerlichen Seite. Und also das als Privatperson zu machen, ist schon eigentlich unmöglich. Man muss da schon mal mit einem Anbieter, sage ich mal, das dann auch machen. Und um das Ganze jetzt auch mal mit Zahlen zu unterlegen, also gut, einen sechsstelligen Betrag für eine Flasche Wein auszugeben, da brauche ich schon ein bisschen Geld in der Hinterhand, dass ich da bereit bin, das zu machen. Wenn ich jetzt mal mit so einem durchschnittlichen Portfoliowert, was für Portfoliowerte habt ihr da so als Einstieg irgendwie bei euch im Genau. Also ich glaube, beim Weininvestment ist vor allem auch da wieder die Diversifikation so ein Stichwort. Also wenn man ein Investment betreiben möchte, das wird ja auch bei jedem anderen Investment sein, wenn man sein Gesamtportfolio betrachtet, will man immer eine gewisse Streuung haben, einfach um das Risiko gut zu streuen. Und auch hier, Wein ist niemals, ich sag mal, 100% von einem Portfolio einer Person, sondern ist immer als Beimischung gedacht auch. Also wir würden sagen, ich sag mal 5, vielleicht maximal 10%, die meisten sind auf jeden Fall auch weiter drunter. Und wenn man dann sich diese Größe zurechtgelegt hat, wir sagen immer, mit 25.000 Euro kann man eigentlich schon eine ganz gute Gestreuung auch im Portfolio abbilden. Was heißt das? Also wir haben nicht nur eine Weinregion hier dann enthalten, sondern ganz klassisch haben wir eigentlich immer 4 Weinregionen momentan bei so einem Standardportfolio. Eine große Gewichtung immer im Bereich Burgund und auch bei Jahrgang Champagner. Das sind auch zwei Regionen, die einfach in den letzten, sag mal, 5 Jahren immens gut sich entwickelt haben. Plus vor allem in Burgund haben wir einfach diese unfassbar beschränkten Mengen. Also das ist ein Weingut weniger als
ich sag mal, 25.000 Flaschen produziert, ist nicht ungewöhnlich. Mhm. Und im Vergleich, ich sag mal, ein großes Weingut in Deutschland produziert oft schon weit über, ich sag mal, 2, 3, 4, 5 Millionen Flaschen. Also sind schon wirklich sehr beschränkte Mengen. Mhm. Und es hängt natürlich auch sehr viel Tradition nochmal dahinter. So, das ist Burgund. Dann haben wir den Jahrgang Champagner, auch hier wieder Nachfrage, ich sag mal nach Champagner, internationales Produkt, Prestigeprodukt. Auch der Dom Pérignon ist einfach immer immens nachgefragt. Und wenn man alte Jahrgänge kaufen möchte, zahlt man immer einen großen Aufpreis, je weiter man zurückgeht. Mhm. Und dann haben wir in Italien die Toskana. Da gibt es eben die Super Toskana, die auch hier sehr beliebt sind. Und dann auch als Stützfeier natürlich immer die Region Bordeaux. Wobei es hier jetzt nicht super viele Weingüter gibt, die jetzt so interessant sind, sondern ich sag mal eher eine Handvoll oder zwei. Mhm. Und aus diesen vier Regionen bauen wir dann ein Portfolio. Im Bestfall jeweils nicht nur eine Kiste, sondern eher so zwei, drei Kisten. Und dann ist man schon relativ schnell dann bei dem Betrag. Mhm. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, wir haben natürlich Portfolios auch im kleineren Segment, ich sag mal so um die 5.000 bis 10.000 Euro. Mhm. Und dann, ich sag mal, bis ins Sechsstellige, ist da eigentlich alles offen, gut möglich. Genau. Mhm. Okay, und also was mich da jetzt natürlich als erstes interessiert bei Immobilien ist, das finde ich immer ein schwieriges Unterfangen. Wenn man mit Immobilien startet, dann ist das Problem immer, dass ich den Wert meines Portfolios eigentlich immer nur so virtuell hinten im Hinterkopf halte, weil ich habe auf der einen Seite meinen Darlehensstand und auf der anderen Seite einen potenziellen Verkaufserlös, den ich heute am Markt erzielen könnte. Ja. Das Schöne bei Aktieninvestments ist, ich habe irgendwie die Möglichkeit, bei mir ins Online-Banking reinzugucken, habe einen Wert, den ich bezahlt habe am Anfang und einen Wert, den ich heute beim potenziellen Verkauf hätte. Wie funktioniert das bei Wein? Genau, also klar, der Finanzmarkt ist natürlich sehr, sehr liquide. Mhm. Immobilienmarkt, gut, je nachdem, wo man hinschaut, natürlich auch, aber deutlich weniger natürlich. Und ich glaube, Wein ist auch so ein bisschen mit Immobilien vielleicht vergleichbar. Also wir haben auch hier indikative Marktbewertungen, die wir auch anzeigen können. Jeder kann auch im Internet einfach mal auf winesearcher.com gehen. Das ist so eigentlich die große Plattform, wo man wirklich Marktpreise sich anschauen kann. Oder da klingelt das Telefon. Das ist live. Genau. Also da kann man auf WineSearcher wirklich transparent sehen, wie wird denn jetzt ein Weinjahrgang gerade im Weinmarkt angeboten. Mhm. Und das würde ich auch sagen, ist eine ganz gute Indikation, so wie ist gerade dann der Weinmarktpreis. Und klar, dann das, was realisiert wird, je nach Region kann das sehr nah an dem Marktpreis sein, mal kann es ein bisschen weniger sein, mal vielleicht auch deutlich höher, also der Durchschnitt, der angezeigt wird. Genau, also es ist auch eine gewisse Liquidität vorhanden, aber auch da, wenn man ein Weinportfolio oder Bestandteile verkauft, das geht nicht so schnell wie am Finanzmarkt, also man kann nicht einfach mal ein ganzes Portfolio abverkaufen, sondern es dauert halt auch eine gewisse Zeit, also so 4 bis 8 Wochen sollte man da schon mit einplanen. Genau, aber das ist auch vielleicht ein Vorteil, also das sieht man auch einfach, sag ich mal, im Weinmarkt, man hat keine Korrelation mit den Finanzmärkten auf der einen Seite, also wirklich, wenn es in der Finanzwelt immer bergab geht, der Weinmarkt bleibt immer sehr stabil und das liegt vor allem auch daran, dass man einfach dieses physische Produkt, man kann das nicht in großen Mengen einfach abverkaufen, wie man jetzt, ich sag mal, Finanzprodukte einfach abverkaufen kann und dadurch hat man eine sehr schöne Stabilität und das ist auch, sag ich mal, ein großer Vorteil. Dazu kommt natürlich, dass einfach der Wertzuwachs auch, ich sag mal, einer sehr interessanten Systematik unterliegt. Und zwar, genau, du hast schon gesagt, Wein reift ja. Mhm. Und es gibt eigentlich neben Wein nicht viele andere Produkte, die mit den Jahren eben sich selbst veredeln und besser werden. Mhm. Und auf der anderen Seite aber verkonsumiert werden. Das heißt, das Angebot von einem Jahrgang, was mal abgefüllt worden ist, wird durch den Konsum immer geringer. Aber der Wein wird eigentlich mit der Qualität besser. Ah, okay, das geht ja wie so eine Vermögensschere, ne? Auf der einen Seite, genau. Ich sag jetzt mal, ich habe 10.000 Flaschen, die nur von diesem einen Jahrgang produziert worden sind. Und dadurch, dass der halt auch verkonsumiert wird, also aufgebraucht wird, wird die angebotene Menge von Jahr zu Jahr auch immer kleiner. Genau. Mhm. Aber diese Weine, das sind wirklich, also ein Chateau Margaux, den wir jetzt hier haben, das ist ein Potenzial, also ich sag mal, eine Reifung 40, 50 Jahre ist in der Theorie gar kein Problem, auch praktisch nicht. Man kann jetzt den 1982er Chateau Margaux sehr gut trinken, wenn er gut gelagert worden ist. Aber wir sagen eigentlich schon, okay, wir wollen diese Portfolios bis zum Start des Trinkfensters bewegen. Also die ersten, ich sag mal, 10 Jahre zu überbrücken, das ist vielleicht das Optimum. Und dann gucken wir auch auf die Weinkritiker, ne? Das sind die Profis, die weltweit dann auch Bepunktungen für die Weine und die Jahrgänge herausgeben. Und sie sagen auch zum Beispiel, was ist so ein Trinkfenster, ab wann kann man den Wein vielleicht gut trinken? Und ich sag mal, der junge Chateau Margaux, vielleicht der 2020er,
der jetzt gerade auf den Markt gebracht wird, abgefüllt ist, der wird vielleicht dann ab 2032, sage ich mal, dann laut Kritiker gut trinkbar sein. Mhm. Und wir wollen dann eigentlich die Produkte, also die Weine, dann zum Start des Trinkfensters allerspätestens in den Markt wieder zurückgeben. Mhm. Und diese Zeit zu überbrücken, das ist halt auch schon eine gute Zeit, wo auch trotzdem Wein verkonsumiert wird. Also der Wein wird auch jung getrunken, wird auch privat schon gekauft, weggelagert. Also der Bestand auf dem Weltmarkt geht runter, aber die Veredelung findet eben noch statt. Ja, total schlau. Also wenn man so drüber nachdenkt, dass wenn man das jetzt mit anderen Luxusgütern auch vergleicht, also wir hatten ja auch schon mal das Thema mit den Uhren zum Beispiel, da haben wir die Stückzahl, die aber gleich bleibt. Also Klar, es geht vielleicht mal eine Uhr kaputt oder so, die dann am Markt nicht mehr angeboten wird, aber die Stückzahl ist nicht so limitiert wie jetzt Bei einem Wein, weil auch ein 2000er Jahrgang zum Beispiel, den kann man im Nachhinein nicht nochmal reproduzieren, weil er halt nur im Jahr 2000 unter der Sonnenreife die Weintrauben Da gereift sind. Und auf der anderen Seite, der Konsum findet ja tatsächlich statt. Ja. Was ich mir so jetzt erstmal als normaler Konsument nicht vorstellen könnte, wenn ich jetzt so eine teure Flasche habe aus dem Burgund, die da im sechsstelligen Bereich ist, wird die wirklich verkonsumiert oder ist das ein reines Investment? Ja, also gut, am Ende, wo die Weine über die Börse zum Beispiel hinverkauft werden, das wissen wir nicht. Das ist das ist nicht transparent, wer der Käufer am Ende ist. Die Weine werden aber getrunken. Also ich habe ein halbes Jahr in Singapur gelebt und ich sag mal, in Asien ist es nicht selten, dass ich sag mal so ein Portfolio an einem Abend einfach getrunken wird. Das ist in Deutschland vielleicht weniger oft der Fall. Der deutsche Markt ist auch beim Weinkaufen, beim Weinkonsum natürlich irgendwo schon deutlich preissensibler als in anderen Regionen und Märkten. Und klar, Asien, USA, da wird sehr viel Wein, guter Wein auch getrunken. Und da geht es schon eher hin. Genau, ob jetzt die 6 Liter Romane Conti dann so oft dann aufgemacht wird, das geht schon gar nicht, weil es aber nicht so viel davon gibt. Mhm. Aber ich sag mal, da, wo es dann getrunken wird, ist natürlich ein sehr großes Erlebnis. Nichtsdestotrotz, für so eine Flasche aufzumachen, ist natürlich ein riesen Prestigebeweis auch irgendwo, ne, dass man so eine Flasche sich erstmal leisten kann. Ja, und auch dran gekommen ist. Ne? Also ja, ich muss ja erstmal so eine Flasche überhaupt die Möglichkeit haben, sowas kaufen zu können. Ne? Genau. Also du sagst gerade, da wird so ein Portfolio an so einem Abend getrunken. Hast du ein Beispiel dafür, was du mal mitbekommen hast, was für so ein Portfolio-Wert da mal eben über den Tisch gegangen ist? Ja, also ich sag mal, alles von 15 bis 50.000 an einem Abend. Für Wein? Ja. Also nur für die Getränke? Schon. Ja, und das ist ohne Beilage. Es geht auch noch viel krasser. Also das habe ich dann jetzt persönlich dann nicht vor Ort dann irgendwie erlebt, aber man hat dann schon viele Geschichten, wo man schon hört, dass in Runden, ich sag mal, schon so ein Marktwert im hohen sechsstelligen Bereich einfach dann getrunken wird. Da wird mal eben so ein Ferrari oder sowas an so einem Abend vertrunken einfach. Ne? Also nicht reproduzierbar, einfach verkonsumiert und tschüss. Ne? Ja. Ja, Wahnsinn. Auf der einen Seite so wertstabil und auf der einen Seite so nachhaltig irgendwie als Sachwert und auf der anderen Seite aber auch dann wieder anders als bei einer Uhr zum Beispiel. Du kannst den Wein halt auch verkonsumieren, dann ist er weg. Ne? Ja, und klar, man kann auch, wenn man ein Weinportfolio bei uns kauft, man ist ja auch immer Eigentümer seines Weins. Mhm. Klar, die meisten wollen natürlich den Investmentzweck erfüllen, aber wenn jetzt jemand sagt, ich möchte trotzdem, wie gesagt, zur Hochzeit vielleicht mal einen Wein trinken, kann man natürlich auch nach Hause schicken lassen. Mhm. Das geht natürlich auch. Ja, das ist das Schöne, finde ich, immer generell bei Sachwerten, dass man trotzdem halt die Möglichkeit hat, das Ganze irgendwie mal anzufassen und dass es nicht nur so wie eine Aktie irgendwie gefühlt nur im Depot existiert, sondern ich kann mir das Ganze auch irgendwie mal anschauen und anfassen, verkonsumieren, wenn ich es drauf anlegen würde. Da muss ich wahrscheinlich so eine ganze Kiste aber mindestens trinken, weil ne, ich kann ja nicht eine angebrochene Kiste wahrscheinlich wieder verkaufen. Wenn ich jetzt so eine Flasche, die wir jetzt hier haben, Chateau Margaux, 2006er Jahrgang, wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, also so wie ich, wie könnte ich denn jetzt erkennen, dass ich hier eine tolle Flasche Wein, also was sind so die Punkte, wo du jetzt als Kenner drauf achten würdest, um zu bewerten, dass es ein guter oder ein schlechter Wein ist? Ja gut, also ohne ihn zu probieren, ich wüsste jetzt nicht, wie die Flasche dann gelagert ist. Wenn das jetzt irgendwo aus dem heißen Keller kommt, kann das natürlich auch nicht so gut schmecken. Mhm. Wenn ich weiß, okay, die Flasche ist, ich sag mal, ab Weingut, vielleicht sogar dann direkt ins Lager gewandert. Ich habe sie dann rausbekommen und kann sie dann aufmachen. Mhm. Vom Geschmack, das sind schon alles fantastische Weine, das muss man schon einfach sagen. Aber auch da wieder, Geschmack ist ja komplett eigen. Also was mir schmeckt, kann auch dir überhaupt nicht schmecken. Ja. Das heißt, das ist immer so ein bisschen Personensache. Also wenn du mir jetzt sagst, was du generell für Wein gerne trinkst, könnte ich dir auch sagen, was für Flaschen ich dir eher empfehlen würde. Und objektiv,
Also das ist bei Wein schon immer schwierig. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil mit Apps wie Vivino. Man kann kurz das Label scannen. Die kenne ich sogar, ja. Genau, siehst du, was dir das Schwarmwissen so dazu sagt, wie das der breiten Bevölkerung dann so schmeckt. Beim Chateau Margaux wird es wahrscheinlich eine sehr gute Bewertung sein. Und es kommt auch auf den Jahrgang an. Ne? Also ein großer Wein braucht einfach eine gewisse Zeit, um aus dieser jugendlichen Härte vielleicht rauszuwachsen in diese gereifte Eleganz, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und ich sag mal, der 2006er Chateau Margaux ist immer noch ein jugendlicher Wein. Das heißt, vielleicht will man eher sagen, ja, vielleicht warte ich noch mal 10 Jahre oder kaufe mir den 96er Jahrgang, was auch ein sehr gutes Jahr war, und trinke den, weil er einfach in einem besseren Stadium jetzt einfach, also zeitgerechterem Stadium vielleicht auch eher ist. Weil er mehr gereift ist in der Zeit. Genau. Einfach. Und objektiv kann man, also es gibt dann Heuristiken, die manchmal auch ganz ulkig sind. Also ich sag mal, je hässlicher das Label ist, je älter das Label irgendwo aussieht vom Design, desto besser könnte der Wein sein. Das stimmt auch irgendwo mal. Also ich sag mal, sehr traditionsbewusste Weingüter, die seit vielen Jahrzehnten, teils Jahrhunderten auf dem Markt irgendwo sind und etabliert sind, sind auch oft in unseren Portfolios drin, weil einfach die Weine seit nicht nur kurzer Zeit irgendwie beliebt sind, sondern wirklich sich einen Namen über Jahrzehnte und teils eben Jahrhunderte dann aufgebaut haben. Und ich sag mal, diesen Innovationsdruck, klar, sag ich mal, was in der Kellerei passiert im Weingut, da ist Technologie mit reingeführt worden, was, sag ich mal, die Produktqualität in der Flasche immens nach vorne gebracht hat, auch in den letzten Jahrzehnten. Aber teilweise am Marketing, am Label wurde dann noch nicht so viel verändert. Genau, und das ist dann ja einfach Weinguts-Stilistik, ob sie jetzt auf einmal vielleicht eine neue Linie noch einführen mit einem wilderen Label oder wirklich ihrer Tradition dann beibleiben und dann so den Wein weiter abfüllen. Also ich habe es auf jeden Fall jetzt verstanden. Grundsätzlich würde ich das sowieso nicht erkennen können, ob das ein guter oder ein schlechter Wein ist. Aber ich würde ihn ja sowieso nicht auspacken, weil ich ihn ja, wenn überhaupt, in Kisten kaufe und bei euch direkt im Zollfreilager einlagern würde. So, jetzt habe ich mein Portfolio da bei euch eingelagert und der Wert, der steigt jetzt von Jahr zu Jahr. Was ist so ein Zeitraum, also wo du jetzt empfehlen würdest, da macht es mindestens Sinn, weil, also ist ja wie bei allen Geldanlagen, man muss ja immer irgendwie auch ein bisschen Zeit mitbringen, auch wenn ich sofort wieder liquidieren könnte, aber was würdest du sagen, wie lange ist so die Haltedauer so im Schnitt? Genau, also bei Wein auch hier geht es wieder auf die Reifung eigentlich zurück, ne? Also wir wollen dieses Zeitfenster von der Abfüllung bis zum Start des Trinkfensters im Optimalfall überbrücken. Und da kann man schon sagen, ich sag mal, 7 bis 10 Jahre ist jetzt schon ein guter Zeitraum, was man sich schon nehmen sollte. Aber wie gesagt, es gibt dann auch Weine, man hat ja auch Weißweine, Champagner, die reifen ja zum Beispiel auch ein bisschen anders als Rotwein. Also ein Rotwein hat vielleicht eine viel längere Lebzeit als vielleicht ein hochwertiger Weißwein. Aber auch hier, ich sag mal, 15, 20 Jahre ist da auch kein Problem. Ja, aber ich sag mal, 7 bis 10 Jahre ist vielleicht eine ganz gute Zahl, was man sich vielleicht so vornehmen kann. Aber was wir eben machen, wie gesagt, das Portfolio, was dann gekauft ist, das wird von uns auch direkt in der Weinbörse inseriert. Also eigentlich meistens ab dem ersten Jahr. Auch da wieder, weil nach dem ersten Jahr die Gewinne nicht besteuert werden. Das ist privates Veräußerungsgeschäft. Und dann kommen wir auch mit Angeboten auf den Kunden zu. Also es ist so ein bisschen passives Verkaufen, was man vielleicht so sagen kann. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, nach 3 Jahren, ich möchte den Teil abstoßen, vielleicht in einen neuen Jahrgang investieren oder auszahlen lassen, das kann er machen. Oder er sagt dann vielleicht nach 6 Jahren hier, ich würde vielleicht gerne einen größeren Teil abverkaufen. Oder im Bestfall hält er den Wein, ich sag mal, bis eine sehr schöne Reifung dann gekommen ist, und kann ihn dann wirklich für einen sehr beachtlichen Ertrag dann hoffentlich auch verkaufen. Gibt es denn also so einen Schnitt, den man sagen kann, Wein wird im Schnitt so und so viel Prozent pro Jahr Mehrwert? Also ist wahrscheinlich wie an der Börse, gibt es Ausreißer natürlich, aber wenn du jetzt mal so einen Schnitt ziehen müsstest? Genau, also es gibt von der Weinbörse auch Indizes, die veröffentlicht werden. Das sind jetzt keine Indizes, die man kaufen kann, sondern es zeigt einfach die Wertentwicklung von Regionen oder vom breiten Weinmarkt. Und so der breiteste Index ist der LiveX 1000. Das ist wie der MSCI World der Weinwelt, kann man eigentlich sagen. Und der macht in der langen Frist, konservativ kann man sagen, so um die 8%. Und damit würden wir auch sagen, kann man auf jeden Fall rechnen. Wir haben aber, also wir gucken uns in den Weinportfolios auch immer Referenzjahrgänge der Weine an, die wir in so ein Portfolio reinbringen. Und da haben wir, ich sag mal, also schon die große Mehrheit der Weine, wenn man da sich einen Referenzjahrgang anschaut, ich sag mal von vor 8 bis 10 Jahren, der abgefüllt worden ist mit einer ähnlichen Bewertung,
dass sie diese Prozentzahl auf jeden Fall schon gut übersteigen. Mhm. Und genau so ein Beispielportfolio, ich sag mal so 25.000 bis 30.000. Wenn man sich da mal die Referenzjahrgänge der jungen Weine anschaut, ich habe das mal gemacht jetzt, ich hatte dir ja auch mal so eins vorgestellt. Mhm. Und da hätten wir jetzt in den letzten 5 Jahren, ich glaube 15,81% pro annum an Return mhm. gehabt, hätten wir diese Referenzjahrgänge jetzt gekauft gehabt und die letzten 5 Jahre abgewartet. Mhm. Okay, also man kann auf jeden Fall sagen, dass das Ganze ein guter Inflationsschutz ist im Prinzip. Und wenn ich es auch richtig verstanden habe, also mit Referenzwert, da sagst du jetzt einfach, wenn jetzt dieser Wein aus der Region in den letzten Jahren sowieso schon eine Wertsteigerung hatte, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er, weil er scheint ja beliebt zu sein, er scheint ja zu schmecken sozusagen, sonst würde er ja nicht im Wert steigen, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt weiter da ist, dass der auch in den nächsten Jahren noch weiter nach oben gehen wird. Genau, wir gucken uns aber auch nicht nur einen Jahrgang an, also das ist das, was man, also wir zeigen immer einen Referenzjahrgang an, dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, was mir passiert. Aber bei den Weingütern gucken wir uns schon auch andere ältere Jahrgänge an. Also nicht nur den bestbewertetsten oder den schlechtbewertetsten, sondern einfach, wie ist die historische Entwicklung des Weinguts über die Jahrgänge hinweg. Und wenn Weingut, ich sag mal, konsistent positiv sich nach oben entwickelt hat, dann ist es für uns auch eigentlich ein gutes Zeichen, wo wir auch sagen, okay, den jungen Jahrgang wollen wir jetzt auch mit reinnehmen. Haben wir eine Worst-Case-Betrachtung? Also was passiert denn, gibt es auch negativ, also klar, es wird mit Sicherheit irgendwelche Risiken natürlich auch geben, aber was könnte denn passieren, damit jetzt auf einmal eine Flasche wie die hier jetzt, die hier am Tisch steht, auf einmal weniger wert wird? Also ich glaube, also vielleicht Jahrgangsauswahl ist natürlich wichtig. Also wir gucken eigentlich schon, dass wir die, also das ist auch objektiv einfach bewertbar. Man weiß, ob ein Jahrgang vom Klima her einfach gut war oder schlecht war. Und ich habe mal da die guten Jahrgänge, sich darauf zu fokussieren, das ist schon, würde ich sagen, wichtig. Wobei auch da bei Weingütern, die eine immense Nachfrage haben, gibt es so Spillover-Effekte. Das heißt, die besten Jahrgänge, die sind einfach schon so nachgefragt, dass auch, ich sag mal, die schlechteren Jahrgänge auch anziehen. Aber wir fokussieren uns eigentlich schon auf die guten Jahrgänge. Und ich sag mal, Worst-Case-Szenarien, es gibt manche Weinjahre, die werden zum Beispiel sehr teuer auf den Markt gebracht. Also in Bordeaux gab es zum Beispiel den 2009er Jahrgang, der wurde relativ teuer bepreist, bei Release schon. Mhm. Und der hatte erstmal einen kleinen Einknick, also was jetzt der Tiefpunkt ist, müsste ich mal nachgucken. Aber ich sag mal so, vielleicht 10% ging der dann in den ersten 5 Jahren vielleicht nach unten. Aber jetzt ist er schon wieder über diesen Release-Zeitpunkt hinaus. Mhm. Das heißt, am Ende, wenn man, ich sag mal, diese 10 Jahre sich nimmt, dann hat man... Also es gibt nicht so viele Worst-Case-Szenarien, kann man einfach sagen. Es gibt nicht den Wirecard-Fall, wo auf einmal es von 120 auf 2 Euro runtergeht, weil man auch immer diesen inhärenten Wert halt hat. Ne? Also ein Totalverlust ist eigentlich ja gar nicht möglich, weil ich habe immer noch den physischen Wein, den ich im allerschlimmsten Fall selber trinken könnte, sozusagen. Ja, genau, das sowieso. Also klar, das ist natürlich der Worst-Case-Szenario. Ich muss auf einmal mit einer tollen Weinsammlung auskommen. Aber also mir ist jetzt in meiner Erfahrung, die ich jetzt bisher hatte, mir ist auch kein Wein irgendwie aufgefallen, der auf einmal signifikant in der langen Frist jetzt bei minus irgendwie 40-50% ist. Das gibt es einfach nicht wirklich. In dem Segment zumindest. Also es macht ja auch irgendwo Sinn, weil ich verstehe das schon, dass also dadurch, dass der Wein verkonsumiert wird, das ist so eine Besonderheit, finde ich, die man halt im Aktienbereich, im Uhrenbereich oder in anderen Dingen, die ich jetzt so als Geldanlage kenne, so ja nicht hat, also vergleichbar irgendwie hat. Ne? Und das sorgt natürlich dafür, dass die angebotene Menge weniger wird. Also selbst bei Bitcoins, also Kryptowährungen oder sowas, da habe ich ein begrenztes Angebot, aber das ist da. Das wird nicht verkonsumiert, das geht nicht weg. Ja. Und das ist ja hier beim Wein tatsächlich eine andere Situation. Ne? Genau. Es gibt tatsächlich noch, das fand ich ganz ulkig, es gibt tatsächlich auch Parmesankäse. Also das ist irgendwo auch logisch. Passt ja zu Wein. Genau, ja. Passt zu Wein erstmal. Also ein guter Parmesan mit einem schön gereiften Italiener schmeckt immer gut. Mhm. Aber es gibt ja auch beim Parmesan den jungen Parmesankäse, den gibt es dann irgendwie für 4 Euro. Mhm. Und wenn man dann den gereifteren will, dann zahlt man immer drauf. Mhm. Und stimmt. Das ist so das einzige andere Produkt, wo ich das kenne. Aber klar, da einen liquiden Markt zu finden und wo viel gehandelt wird, ist bei Käse noch nicht der Fall.
wer weiß, vielleicht ist das dann die so Käsebörse. Genau, kommt die Käsebörse. Genau. Ja, das macht die ganze Sache tatsächlich wirklich interessant, weil das war für mich, als wir beide uns das erste Mal unterhalten haben, habe ich gedacht, ja okay, dann ist das wie beim Briefmarkensammeln oder weiß ich nicht, andere seltene Sammlerwerte. Das war für mich nicht so greifbar handelbar. Aber dass diesen Weg, den du beschrieben hast, auf der einen Seite, klar, ich muss erstmal in die Flasche kommen, das ist der wichtigste Einkaufsgewinn sozusagen, dann die Möglichkeit, das Ganze auch wirklich so zu lagern, dass ich es an, also breit handeln kann. Das macht auch total Sinn, weil wenn ich es bei mir zu Hause im Keller habe, wie du sagst, dann kann die Temperatur ja total schwanken und woher soll der Käufer wissen, dass ich es immer zu der Temperatur gelagert habe? Ja. Wenn ich jetzt den Nachweis über so ein Lager, angemietetes Lager habe, habe ich natürlich die Sicherheit, dass ich diese Temperatur auch wirklich immer gehalten habe. Und dann der große Zugang über die Börse. Das macht das Ganze tatsächlich, finde ich, als Investment auch interessant, weil ich sagen kann, ich kann es auch schnell wieder veräußern. Und auch wenn 8 Wochen jetzt im ersten Moment länger klingen als natürlich eine Aktie, die ich jeden Tag, jede Sekunde irgendwie handeln kann, finde ich, ist 8 Wochen ein überschaubarer Zeitraum. Ja. Auf der anderen Seite, wenn ich eine teure Uhr kaufe, die ich am Zweitmarkt irgendwie veräußern möchte, da bin ich total auf die Nachfrage natürlich angewiesen, ne? Und ja. Habe da nicht diese Sicherheitsmechanismen, sage ich jetzt mal, dass ich irgendwie im Internet mal schauen kann. Es gibt Anbieter, die natürlich die Uhren auch am Zweitmarkt handeln, aber es gibt nicht so eine Börse, so wie es jetzt hier tatsächlich der Fall ist, die vergleichbar ist mit der Aktienbörse, ne? Ja. Wenn du jetzt mal so deinen Kundenkreis bezeichnen würdest, was ist so ein typischer Kunde, jetzt nicht vom Namen her oder sowas, aber was sind so die Situationen, Intentionen heraus, aus denen die Leute bei dir kaufen? Ja. Weil die Interesse haben an Wein oder geht es da tatsächlich um Geldanlage? Ja. Also da würde ich auf jeden Fall jeden aufrufen, auf unserer Website zu gucken. Wir haben einige Testimonials natürlich auch von unseren Kunden, die man sich angucken kann. Ich glaube, was man schon irgendwo sagen kann, fast alle Kunden sind irgendwo unternehmerisch irgendwo schon aktiv. Und die Vorteile, die Wein einfach als Investment bietet, da muss jeder mal mit seinem Steuerberater vielleicht auch drüber sprechen, sind schon einfach sehr attraktiv. Mhm. Und ich glaube, das ist so einer der großen Punkte. Also wir haben auch viele Kunden, die große Holdingstrukturen haben, wo sie auch andere Investments betreiben. Manche investieren mit ihrer Holding auch in Wein, aber viele sagen tatsächlich, ich mache das als Privatperson, einfach weil der Gewinn dann eben in der Regel nach einem Jahr steuerfrei ist. Mhm. Genau, es gibt noch viele andere Sachen, muss man dann mal intern mit seinem Steuerberater besprechen. Mhm. Aber genau, das ist eigentlich so der, ich sag mal, das ganz Grobe, was man sagen kann, also unternehmerisch tätige Leute, die hier nach einem Investment suchen, womit sie einfach ihr bestehendes Portfolio weiter diversifizieren können. Wie kann ich mir dann so ein Beratungsgespräch bei dir vorstellen? Wir haben uns das erste Mal online unterhalten, bevor wir jetzt hier den Live-Termin hatten. Sitzt du dann da mit dem Kunden bei einem Gläschen Wein und besprichst das Investment oder wie läuft sowas ab? Ja, gute Frage. Also ist es tatsächlich sehr divers, kann man schon sagen. Also ich sag mal, der Klassiker ist, dass wir meistens durch eine Empfehlung kommt einer zu uns und sagt, hier, ich habe von XY gehört, Wein als Investment, das klingt interessant, erzähl mal mehr über das Thema. Und dann genau treffen wir uns entweder in Person, die Person kommt zu uns ins Büro oder wir machen es einfach digital und stellen das Ganze dann vor. Und dann zeigen wir, okay, was passiert eigentlich, wie passiert das, wie funktioniert Wein als Investment, wie sieht so ein Portfolio vielleicht auch aus, ne? Und was sind so Weine, die da in so einem Portfolio landen und wie sieht es auch im Lager natürlich aus, ne? Also wie sieht es dann auch als Örtlichkeit dann aus, wo das Ganze gelagert ist. Und wenn die Person dann sagt, das ist für mich spannend, dann ist es relativ simpel, dann sagen wir, okay, was für ein Betrag ist dann interessant, arbeiten dafür dann ein Portfolio aus. Und dann werden die Weine in Rechnung gestellt, die Weine werden dann nach Genf bewegt, ins Lager und dann gibt es mit uns ein Onboarding-Gespräch. Und wir haben halt eine digitale Infrastruktur gebaut, wo man wie im Aktiendepot auf dem Handy, auf dem Desktop, haben wir dann auch sein Weindepot und das ist dann quasi die Nutzeroberfläche, wo dann man sein Weindepot eben managen kann, wo man auch neue Jahrgänge zum Beispiel dazu kaufen kann. Also die meisten unserer Kunden kaufen ein Portfolio und haben auch ein Interesse daran, eigentlich dann neue Jahrgänge aufzustocken, einfach um, sag ich mal, so ein rollierendes Investment irgendwo dann auch aufzubauen. Wie so ein Sparplan quasi, oder? Genau, genau. Und das ist so der Klassiker. Wir haben halt viele Partner auch, mit denen wir zusammenarbeiten, ich sag mal Vermögensverwalter, Privatbanken und da machen wir zum Beispiel auch Veranstaltungen, wo man dann auch eher sich über ein Glas Wein dann nochmal darüber unterhaltet. Wir halten einen Vortrag zum Thema und kommen danach ins Gespräch oder
sag ich mal, die simpelste Art, mit uns ins Gespräch zu kommen, ist tatsächlich, dass Leute bei unserer Website, wir haben eine Wine Intelligence gebaut. Mhm. Da kann man dann mit so ein paar Parametern einstellen, was man denn für ein Investmenttyp ist, was für ein Betrag vielleicht interessant ist. Und dann bekommt man ein automatisiertes Portfolio erstellt und zugeschickt. Und dann sieht man schon mal so ein bisschen, was steckt eigentlich dahinter. Mhm. Und dann sprechen wir die Leute meistens nochmal drauf an oder die Leute schicken uns eine Mail, rufen an, hier, sieht auch spannend aus, ich möchte mehr erfahren. Also finde ich total spannend und smart auch, wie ihr es gelöst habt, dass man im Prinzip das Ganze auch in die digitale Welt geholt hat, weil mein ursprünglicher Gedanke war, als ich das erste Mal von deiner Firma gehört habe, ihr seid ein Weinhandel. Also ich habe mir das so vorgestellt, ein Weinladen um die Ecke sozusagen mit dem Hintergedanken, man kann auch noch Wein als Investment kaufen, aber es ist ja eine komplett andere Geschichte. Also ihr seid ein Büro im Prinzip, ja, weil ihr handelt den Wein, also man kann das vergleichen mit einem Aktienhandel. Genau, eine Trading Desk. Ne? Ja, genau. Also ich kann jetzt nicht bei euch ins Büro kommen, wahrscheinlich hier solche Flaschen könnte man bei euch irgendwie da sehen, aber es ist jetzt nicht dieses klassische, ich komme vorbei, ich probiere den Wein und dann sage ich, ach, in den möchte ich investieren, weil der Hintergedanke ein ganz anderer ist und auch derjenige, der einen Wein als Investment betreibt, hatten wir jetzt schon, ist dann derjenige, der den kompletten Weg anders geht als jemanden, der den Wein verkonsumieren möchte und zu Hause in seinen eigenen Keller lagern möchte. Ne? Genau, ja. Ja, wie können die Leute auf dich aufmerksam werden, wenn wir jetzt hier im Podcast, haben wir jetzt ordentlich, also auf der einen Seite sehr viele Mehrwerte mitbekommen, weil ich habe hier heute ganz, ganz viel über Weininvestments gelernt. Auf der anderen Seite kann es ja jetzt passieren, dass irgendein Zuhörer vielleicht nochmal eine Frage hat oder gerne Wein auch als Investment betreiben möchte. Wie kann man am besten Kontakt aufnehmen? Genau, also gerne. Ich denke mal, unsere Website ist wahrscheinlich dann in den Shownotes irgendwo notiert. Auf jeden Fall, das verlinken wir. Genau, also gerne einfach Kontakt aufnehmen, anrufen, eine E-Mail schreiben, die Wine Intelligence mal ausprobieren, sehen, was in unserem Portfolio drin ist. Und dann können wir gerne weitersprechen. Ansonsten sind wir ja auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen unterwegs. Da kann man uns auch gerne verfolgen. Sehr aktiv sind wir tatsächlich auf LinkedIn. Mhm. Also auch da vielleicht mal auf LinkedIn vorbeistöbern, was Berghaus und Sie so treibt und postet. Wir posten auch oft dann, wie so bestimmte Weine und Jahrgänge sich auch entwickeln. Das ist dann auch mal ganz interessant dann so für unsere Follower oder Zuschauer. Mhm. Und genau, einfach, also tatsächlich, wir telefonieren sehr gerne oder treffen uns mit Leuten. Also einfach ganz ungezwungen Kontakt aufnehmen und dann reden wir weiter. Sehr, sehr cool. Also vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die ganzen Einblicke hier. Ich würde auch unseren Podcast-Zuschauern anbieten, wenn irgendwelche Fragen noch auftauchen, kann man die auch gerne an uns stellen. Wir leiten die dann natürlich auch an dich weiter. Irgendeinen Weg zur Kontaktaufnahme wird es definitiv geben. Und wenn das Ganze für euch spannend gewesen ist, dann freue ich mich auch über ein Feedback, weil dann können wir vielleicht noch eine zweite Folge mal machen. Vielleicht können wir da auch noch mal bei dir im Büro sich treffen oder definitiv. Sowas und noch mal ein paar andere Weinsorten oder sowas besprechen. Wenn das Interesse da ist, dann lasst mich das Ganze gerne wissen. Dann werden wir auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge abdrehen. Und ja, ich würde erstmal sagen, vielen Dank, Tristan, dass du da gewesen bist. Und ich freue mich auf alles Weitere, was noch so kommt. Ich mich auch. Danke dir.